Guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich wieder, dass ihr euch sonntags morgens 9.30 Uhr aus dem Bett gestülpt habt. Wir haben heute das Thema, was dürfen wir als Hochsensible in dieser Zeit nicht tun? Ja, großes Fragezeichen. Und ich will mit euch heute ein bisschen einen kleinen Spaziergang machen in diese momentanen Krisenzeiten. Was sind die größten Fehler, die du momentan tun kannst und auf was solltest du deinen Fokus lenken? Wie bin ich wieder drauf gekommen? Ich habe momentan wieder viele Klienten, ihr wisst ja, per Videochat, per Telefon, hier in der Praxis auch. Und man merkt ja so ein bisschen den Grundtenor. Ich habe ja in meiner, also bei diesen Klienten sehr, sehr viel mit Hochbegabten zu tun, mit sehr viel HSPlern, Hochempathen. Und da zeichnet sich ja immer so ein bisschen auch der Puls der Zeit ab. Und was sehr auffällig ist, dass sehr viele von uns momentan erschöpft sind. Ja, wir sind müde. Wir sagen, wie lange dauert das noch? Ja, ich ertrage es kaum mehr. Jetzt hat natürlich einer gestern war es, unter die Kommentare geschrieben, ja, ich weiß gar nicht, was ihr alle wollt, ja, uns geht's doch gut, schaut doch nur noch mal nach Afrika und die hungernden Kinder. Leute, klar, klar gibt's Afrika und klar gibt's Hungernde, ja, aber es gibt auch eine psychische Quälerei auf einem anderen Niveau und du kannst einfach diese Zustände nicht einfach vergleichen und ich erlaube mir einfach mal zu sagen, wenn ich jeden Tag mit Leuten zu tun habe, die teilweise weinend vor mir sitzen, die diese ganzen Zustände ökonomisch, sozial, isolationstechnisch nicht mehr packen, dass man dann schon auch davon sprechen kann, dass wir hier in einem gravierenden Engpass auch in unseren Gefilden leben. Gut, aber wir schauen uns das wieder ein bisschen systematisch vor. Ihr kennt mich ja, ich muss ein bisschen Struktur immer reinbringen, eine gewisse Übersicht. Und was ihr zunächst mal wissen müsst, bevor wir wieder in die HSP- oder Empathengruppe reingehen, es gibt momentan drei große Bereiche, in die sich die Menschen momentan aufsplitten, will ich nicht unbedingt sagen, aber du merkst Hauptströmungen, ja? Also die erste Großgruppe, da können auch übrigens unsere narzisstischen Spezialisten dazu, das sind Menschen, die sich an die alte Zeit klammern, ja, auf Biegen und Brechen und die nicht zugestehen wollen, dass hier eine neue Zeit anbricht. Die sich an alte Regeln, an alte Konstrukte, an alte Koordinaten halten wollen und wenn es sein muss, mit Druck. Du erkennst es sehr häufig auch teilweise in Firmen oder in Behörden in diesem Vorgehen, dass man mit noch mehr Druck und noch mehr auch Gewalt oder Angsteinflößung arbeitet, um das Letzte der Zitrone aus der Schale zu pressen. Ja, und das sind die, die wirklich festklammern und mit aller Gewalt dieses alte Leben nicht loslassen wollen, das sehr durchzogen ist, sage ich mal einfach provokativ, mit sehr viel Lüge, mit sehr viel Unehrlichkeit, mit sehr viel Korruption, mit sehr viel dunklen Durchwebungen, wenn du so willst, ja. So, dann haben wir die zweite Gruppe, das ist der Gros der Menschen, der Hauptteil der Menschen, die momentan quasi hin und her torkeln zwischen zwei Polen, wenn du so willst, nämlich dem Pol der Anpassung, des Ballflachhaltens und des aber auch wieder Aufbegehrens und Kämpfens und die trudeln hin und her und hin und her und das ist unglaublich kräftezehrend. Also du hast bei vielen in der Bevölkerung auch diese Erschöpfung, diese absoluten Ermüdungserscheinungen, ja? Gut, und die dritte Gruppe, und das betrifft uns jetzt heute in diesem Video, das sind diese empathischen Persönlichkeiten, Hochempathen, Hochsensible, die auch wiederum immer mehr auch sagen, dass sie erschöpft sind und sehr müde sind, aber es ist eine andere Art der Müdigkeit, es ist eine andere Art der Erschöpfung, weil wir vieles einfach nicht mehr aushalten. Ja, das kann Normalo vielleicht gar nicht nachempfinden, wir fühlen sowas, da schmunzelt jetzt wahrscheinlich jeder, sowas wie Weltschmerz. Wir spüren das große Ganze, die Destruktion, das Leid, den Schmerz, all diese Dinge. Und es ist unglaublich kräftig
zehrend und drückt uns auch momentan ganz schön in die Knie. Und viele sind jetzt eben auch am Abwägen, soll ich mich komplett zurückziehen, soll ich die Schotten dicht machen quasi, oder soll ich meinem Ruf folgen, da werden wir heute noch drüber hören, diese Intuition, die dich vorantreibt und sagt, Mensch, da ist was zu erledigen und du bist vielleicht hier auf diese Welt gefallen zu dieser jetzigen Zeit, weil du eine bestimmte Aufgabe hast. Ja, also diese drei Hauptgruppen sind momentan zu beobachten. Gut, jetzt gehen wir mal rein in die Ecke der HSPler, der Hochempathen. Wir haben momentan drei große Problematiken, also so, dass du es mal so ein bisschen auf dem Schirm hast in dieser Zeit. Ihr wisst ja, ich habe ja da schon einige Videos gemacht, wir haben ja eine hohe Reizempfänglichkeit. Also wir nehmen extrem viel auf, wir haben eine hohe Sensortechnik und die Gefahr ist jetzt eben momentan, dass wir ganz viel von diesem Leid, von der Depri, von dem Schmerz, auch der Wut, der Aggression im Außen, im Feld, ja, wir spüren ja das Feld, dass wir das quasi aufnehmen, ja, dass wir die Welt absorbieren und manchmal auch gar nicht mehr richtig wissen, sind es jetzt unsere Gefühle oder sind es die Gefühle der anderen Menschen. Und diese Reizflut ist sehr, sehr erschöpfend, führt praktisch bei HSPlern auch sehr schnell zu einer Art von Überforderungszustand, lass mich es mal so sagen. Und wer meine Texte liest, oder ich mache ja oft Gedichte, Texte auf Social Media oder auch hier, weil manche immer fragen, Susanne, wo sind denn immer deine Texte? Wenn du oben unter den Reiter Community gehst, dann hast du immer meine schriftlichen Verlautbarungen und Gedichte findest du da. Und da habe ich ja gestern auch geschrieben, oder ich habe ein bisschen berichtet von dem, was in meiner Praxis tagtäglich abgeht. Ich habe von diesen Schicksalen berichtet, von dem alten Mann, der furchtbar einsam und isoliert ist, von der Krankenschwester, nee, was war es, Kindergärtnerin, die den Alltag nicht mehr erträgt, oder die Lehrerin, die aufhört jetzt, weil sie sagt, das kann sie nicht mehr stemmen, ja. Es ist ganz, ganz viel Leid, was diese Menschen spüren und kriegen das einfach nicht mehr gebacken. Und ich habe in diesem Text gestern auch gesagt, ich komme mir manchmal vor wie jemand, der mit Gießkanne, weißt du, mit Wassergießer um die ausgedörrten Pflanzen rumrennt und die wässert, aber es ist eigentlich auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, ja. Und ich muss auch meinen Fokus auf meinen eigenen Brunnen haben in der heutigen Zeit, damit dieser Wasserpegel, wenn du so willst, nicht sinkt. Und das, ihr werdet jetzt nachher hören auch, das ist unsere Verantwortung, dass du deinen eigenen Brunnen im Auge behältst, ja, weil du diese Nahrung, dieses Wasser, diese Quelle unbedingt auf Anschlag halten musst. Ja? Gut, was ist das zweite Problem? Das zweite Problem ist, das kennt ihr vielleicht auch, dass wir HSPler sehr stark in die Überschau gehen. Also wir sehen oft Dinge von einer höheren Warte und können Puzzlesteine zusammenschieben. Habe ich ja schon mal in irgendeinem Video mit diesem Bild des Puzzles auch gebraucht. Das heißt, wenn du A und B und C hast, haben wir die Gabe, viele Stränge, viele Puzzlesteine zusammenzuschieben, so dass es ein Bild gibt. Ja, das, was Normalos oft gar nicht so richtig erkennen können. Ich habe auch irgendwann mal Buschikus dazu gesagt, wir haben Nebelscheinwerfer und durchdringen oft Nebel, wo vielleicht ein Normalo-Auge jetzt noch nicht so die Schemen dahinter sieht. Ja? So, was ist jetzt aber das Problem? Das Problem, das habt ihr sicherlich schon gemerkt, wenn du Dinge erkennst, oder viele von uns können ja auch Dinge vorausahnen, spüren, was kommt, wenn du das und das und das als Schritt machst, wird es die und die Folge haben. Und dann versuchen wir Menschen zu warnen, wir versuchen aufzuklären, wir versuchen sie hinzuweisen. Ja, manche sagen uns auch nach, wir wollen ständig immer die Welt retten. Ja, das kommt aber aus diesem Phänomen, weil wir einfach Informationen verdichten können und diese Informationen wiederum weiterreichen wollen. Ja. Und das Thema ist oft, dass wir dadurch vielleicht für manche aufdringlich wirken oder sagen, was haben die denn oder was hat die denn schon wieder für eine Perspektive? Die hört ja auch wieder das Gras wachsen. Das heißt, viele Menschen erreichen wir in der momentanen Zeit nicht.
Ja, einfach weil sie es nicht verstehen können, ist ja auch noch nicht mal bös gemeint, ja, oder auch weil sie die Rollos runterlassen und sagen, ich möchte denen nicht zuhören, ja, in einer gewissen Trotzhaltung oder auch Opposition. Nee, es interessiert mich nicht. Die meinen ja wohl, die sind wie Besserwisser, ja. Also du wirst jetzt in der heutigen Zeit sehr stark darauf hinstoßen, dass du helfen willst, informieren willst und kein Mensch will dir zuhören, ja, oder nimmt dich ernst. So, das dritte Problem ist, das kennt ihr auch, dass wir ja alle hier jetzt verfolgen, dass sich ein großer Riss durch Familien vollzieht, durch Gemeinschaften, durch deinen Bekanntenkreis, durch die ganze Gesellschaft. Und diese Spaltungen, ja, die wir ja alle jetzt mehr und mehr erkennen, es spitzt sich ja immer mehr zu, ja, die macht uns Angst. Also das müssen wir einfach so ein bisschen als unser kleines Manko anerkennen, dass wir normalerweise Gemeinschaftsmenschen sind, wir sind fördernd, wir sind sozial eingestellt, im Geben, im Nehmen, wir wollen was aufbauen. Und wenn hier Risse durch Gemeinschaften gehen oder gar durch deine Familie, ist das definitiv beängstigend. Und HSPler haben in der Regel ein bisschen mehr Loslassängste als die Normalos. Ja, also das heißt, diese Zeit birgt für uns das große Problem, dass wir immer mehr auch anerkennen müssen, dass wir Leute loslassen oder auch geliebte Menschen ziehen lassen müssen. Ja, da habe ich ja heute auch so ein kleines Gedicht vorbereitet für euch dann zum Schluss. Ja, also ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ja. So, soweit klar. Also das sind so die drei Problematiken, die sich auftun, ja, und mit denen wir momentan zu tun haben. So, jetzt gehen wir in den nächsten Schritt rein. Jetzt gucken wir uns mal systematisch durch, welche Fehler dürfen wir jetzt in dieser Zeit keinesfalls machen. Fangen wir mal bei der Nummer 1 an. Ja? Du darfst erstens nicht zu viel und ständig helfen wollen. Es ist ein innerer Drang eines HSPlers, eines Empathen, ja, da drüben zu spüren, was los ist. Ja, wir spüren den Schmerz, wir spüren das Leid. Wir haben jemanden neben der Kasse und fühlen, boah, dem geht's nicht gut oder der ist wütend oder sonst wie. Und da sind wir ganz schnell immer dabei, dass wir unterstützen wollen, dass wir helfen wollen, dass wir dem anderen ja, so also irgendwo in seinem Prozess behilflich sein wollen. Und das ist mitunter jetzt sehr gefährlich. Ja, das hat auch den Grund, den ich euch vorhin genannt habe mit dem Brunnen. Ja, es ist wichtig in der heutigen Zeit, dass du deine Batterie auf Anschlag hältst, weil das, was jetzt kommt, ja, wir müssen jetzt nicht politisch werden, ja, aber du kannst es vorstellen, es kann ökonomisch, systemisch, politisch, sozial, kann hier ganz vieles passieren, was sehr stark diese Krise nochmal verdichtet. Das heißt für dich, du brauchst deine Batterie auf Anschlag. Wenn du dann rumtümpelst und hast vielleicht noch ein paar Zentimeter in deinem Benzintank, ja, dann wirst du dir schwer tun, selber durch diesen Engpass zu kommen. Und da muss ich dir ja nichts erzählen. Wenn dein Brunnen nicht voll ist, kannst du nicht Wasser vergeben. Also guck drauf bitte, wem hilfst du und in welchem Maße greifst du ein, ja? Weil es in Relation sein muss mit dem, was du für dich und dein System noch benötigst. Soweit schon mal klar? Es ist eben auch wichtig, dass du Entscheidungen, die momentan Menschen fällen, auch sein lässt und stehen lässt. Ich weiß, es ist sehr, sehr schwer. Ihr wisst, von was ich rede, ja? Wenn Menschen andere Wege gehen, wenn Menschen gesundheitliche Maßnahmen treffen, wo du sagst, boah, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Und es sind vielleicht deine eigenen Kinder, es ist dein Partner, es sind Familienmitglieder, Menschen, die du schätzt, ja? Dann ist es unglaublich schwer, andere selbst entscheiden zu lassen. Ich will es jetzt nicht dramatisieren, aber irgendwo, ich glaube, ich habe es mal in dem Video euch benannt, ja, das hat für mich so eine Art Spaltungssituation, so wie so ein jüngstes Gericht. Ich will jetzt bitte nicht mit der Endzeit anfangen, aber es ist eine Gerichtssituation, nicht, dass jemand anders uns richtet, ja, wie habe ich damals gesagt, der liebe Gott mit langem Bart,
Bad, ja, sondern dass jeder für sich nach rechts, nach links geht. Es ist eine Entscheidungssituation und wir müssen es akzeptieren, wenn jemand jetzt seine Entscheidung für sich fällt. Ja? Gut, was darfst du noch nicht tun? Du darfst momentan nicht die Verantwortung für verschiedenste Situationen übernehmen. Also das heißt, Verantwortung für Disharmonien, für Spannungen, für Konflikte, für Streit, für all diese Verwerfungen, die du in der Jetztzeit beobachtest. Ja, wenn du kennst dich ja gut, ja, und du weißt, dass wir normalerweise, wenn wir Spannungen und Konflikte sehen, dass wir dann normalerweise hingehen und wollen dann ausgleichen, wollen kompensieren, wie so ein Druckabgleich machen, ja, damit die Situation sich wieder normalisiert. Es ist ja alles schön und recht, ja, das darfst du normal auch tun. Aber wir sind jetzt momentan in einer Situation, wo du dich darauf vorbereiten musst, dass du Konflikte, Streit, Krieg, welcher Art, auch psychischer Art auch immer, ertragen lernen musst. Du kannst nicht die Verantwortung für alles übernehmen und Lebens- oder Weltenrettung betreiben. Ja? Warum ist das so in dem Fall? A, weil die Konflikte und diese Spannungen jetzt ins Unerträgliche sich steigern werden. Ja? Und B, weil du anerkennen musst, dass diese Destruktion oder teilweise auch diese selbstzerstörerischen Prozesse in toxischen Gemeinschaften zum Beispiel, dass das oft sein muss, um den Weg in die neue Zeit zu ebnen. Ja? Und wenn du da immer wieder reingreifst und sagst, ich muss da abfedern, ich muss hier helfen, ich muss schauen, dass das alles wieder ins Gleichgewicht kommt, ist das zum Beispiel etwas, wie wenn du etwas rauszögerst, was sich zerstören muss, um den Boden abzugeben für etwas Neues. Verstehst du, was ich meine? Destruktion ist nicht immer schädlich, sondern oft ein Muss, um dem Neuen Raum zu geben. Und wenn du ständig abfederst, greifst du in einen Prozess, in ein göttliches Regelwerk ein, das vorgesehen hat, dass du manches eben wegräumen musst. Ja? Ich nehme mal ein makabres Beispiel. Wenn jemand im Sterben liegt, ja, und ich hänge den an künstliche Maschinen und halte den künstlich über Monate oder sonst wie lang am Leben, ist das auch ein Eingriff in den natürlichen Ablauf. Verstehst du? Oder wenn du, mal anderes Beispiel, was vielleicht nicht so makaber ist, du hast ein altes Auto, ja, ist an sich eine Rostlaube, fällt schon halb in sich zusammen und du pappst und klebst und schweißt und das wird wieder gerichtet, ja, ist eine einzige, eine Sparbüchse, wo du immer wieder rein investierst, ja. Obwohl das Ding schon zusammenfällt, das alte System, ja, dann ist das der falsche Weg. Wenn du in die Physik, in die Biologie rausgehst, du hast überall diese Prozesse, dass losgelassen wird. Ja, wenn du jetzt im Herbst so einen Baum siehst, der muss alle Blätter, der muss alle Äpfel loslassen und bleibt als Gerippe, bleibt er praktisch übrig, um sich dann im Winter vorzubereiten auf den neuen Austrieb und auf das neue System, das danach sogar größer ist als das vorangehende. Ja, und in diesem Vertrauen darfst du bleiben. Also pfusch nicht überall rein und dehn irgendwo einen Prozess, auch vielleicht in deiner Familie oder Verwandtschaft, wo du merkst, dass jeder an den Seilen reißt und du versuchst, die Seilen und die Enden trotzdem noch ewig zusammenzuhalten. Ja? Es wird den Prozess schmerzhaft verlängern. Ja? Und die Prozesse mit diesen, was ich vorhin gesagt habe, diese Kämpfe, dieser Krieg, diese Spannung, dieses Zerstörerische, wird definitiv zunehmen. Und ich kann da auch sagen, warum. Weil wenn sich jetzt diese Spaltung vorantreibt und das Helle und das Dunkle, also ich sage jetzt mal bewusst nicht das Gute und das Böse, ja, aber diese zwei Polaritäten trennen sich gerade voneinander, dann ist in einem dunklen System keiner mehr da, der abpuffert, oder der ausgleicht oder der als Projektionsfläche dient für die Bösartigkeit und das Ausleben des Toxischen.
ja, toxisch, narzisstisch, psychopathisch, also korruptionsmäßig, ja, du weißt, was ich meine. Und wenn sich das jetzt aufspaltet, wirst du beobachten, dass das toxische System sich gegenseitig die Augen auskratzen wird. Das habe ich damals, könnt ihr euch noch erinnern, mit dem Rumpelstilzchen erzählt. Ich habe gesagt, das Dunkle, das Böse wird sich selbst zerlegen, wird sich selbst zerreißen. Und das ist jetzt für uns der Anspruch, dass wir das erdulden, ertragen und bewussten Auges zuschauen müssen, ohne dass du was tun kannst. Ist das für euch soweit verständlich? Gut, was ist das dritte Problem? Das dritte Problem ist, dass Highspeeler, hochsensible, hochempathen oft ein massives Problem haben, Grenzen aufzuziehen und sich zu schützen. Und in dieser Zeit ist das hochwichtig für dich. Ja? Du weißt, wir haben eine dünnere Haut. Ja? Wir haben nicht den Friesennerz, weißt schon, diese gelben Plastikjacken wie Normalo, wo sich besser schützen kann als wir. Ja? Das heißt, wir haben oft, das hast du auch schon wahrscheinlich bemerkt, unseren Körper als Warnsystem. Es ist zum Beispiel heute in der Zeit auch sehr, sehr wichtig, dass du deinen Körper beobachtest, weil unser Körper ist unser Warnsystem. Also wenn es uns zu viel wird oder irgendwas im unguten Bereich ausschlägt, wirst du Malheur auf der physischen Ebene haben, weil das unsere Warnblinkanlage quasi ist für unseren psychischen Zustand. Weil wir eben diese dicke Haut nicht haben zum Schutz, haben wir ein hochsensorisches Körpersystem, was sehr schnell reagiert auf toxische Einflüsse von außen. Und in der heutigen Zeit, ja, ist eine große Gefahr, dass du toxisch durchdrungen wirst. Ich habe es dir vorhin erzählt, ja, wenn du dich nicht schützt jetzt, ja, dringt dieser ganze Waber von außen, also was dein Umfeld ja beschreibt, in dich ein. Du hast ja quasi eine Umweltverschmutzung in deinem Seelensystem, wenn du jetzt nicht aufpasst. Ja, der zweite Grund ist auch, dass es jetzt viel mehr Bedürftige geben wird. Es wird viele geben, die dir jetzt das Ohr abkauen wollen oder die ihre ganze Probleme oder ihren Schutt bei dir im Garten ablagern wollen. Ja, ist ja bequemer, als wenn ich das selber bearbeite, schütte ich es dem Nachbarn einfach über den Zaun. Ja, also damit musst du rechnen. Und dann musst du letztlich noch auch damit rechnen, dass wenn es dir einigermaßen gut geht, ich habe vorhin erwähnt, viele von uns sind auch erschöpft und müde und trudeln auch, ja, aber trotzdem, trotz dieser Verhältnismäßigkeit der großen Anspannung, können wir oft aus kleinem Glück empfinden. Ich habe es euch ja mal gesagt an diesem Bild, dass wir aus Stroh Gold spinnen können, dass wir im alchemistischen Vorgang quasi aus Winzigkeiten wie Umgang mit Tieren, aus der Natur, aus der Musik, aus der Lyrik, aus was auch immer, können wir Lebensfreude generieren. Und wenn das jetzt ein Außen, was toxisch ist oder in der Wut ist oder in der Aggression und Enttäuschung ist, das wahrnimmt, musst du definitiv in dieser Zeit damit rechnen, dass du angegriffen oder auch ausgelöscht werden sollst. Also ich sage ganz bewusst, zerstört werden sollst, weil das Helle darf nicht sein, so ist die Denke von vielen Toxischen, wenn es mir nicht gut geht. Ja, also lerne Nein zu sagen, lerne deinen Gartenzaun aufzubauen, ja, und jeden Tag, auch bei kleinen Entscheidungen, einfach immer überlegen, tut das jetzt gut, ja, oder tue ich das jetzt nur, weil der andere eine Erwartungshaltung hat an mich, ja. Ist es toxisch, ist es unangenehm für mich oder mache ich wirklich etwas aus voller Freude? Das wirklich jetzt in den Tag einbauen, obligatorisch, um abzutesten, schützt du dich oder dringt da was in dich ein, was dir nicht gut tut. Ja? So, und letzter Punkt, wo wir ein bisschen aufpassen müssen, oder was heißt ein bisschen, wo wir sehr stark aufpassen müssen, denke jetzt in der Zeit bitte nicht zu klein. Denke groß. Warum? Du glaubst nicht im Ernst, ja, dass empathische Menschen, HSPler, also High-Sensitive-Leute, ja, oder auch, wenn man so ein bisschen eher in die spirituelle Richtung geht, Indigo-Leute zum Beispiel, ja, dass die zufällig jetzt auf diese Erdkugel geplumpst sind, zu genau der Zeit.
Ja, wir haben bestimmte Aufgaben. Warum? Weil wir eine bestimmte Ethik, eine bestimmte Moral, einen bestimmten Gerechtigkeitssinn in uns tragen, also Neukoordinaten, die über diese Welt drüber gerollt werden müssen, wenn sie nicht in den Bach runtergehen soll. Ich habe es ja vorhin benannt. Das alte toxische System der Ausbeutung, des parasitären Besitzens, der Lüge, der List, des Betrügens, egal wo, in welchen Bereichen, ja, hat ausgedehnt. Und wenn diese Erde nicht an die Wand schrammen soll, brauchen wir neue Koordinaten. Und wer glaubst du denn, wer sind denn diese neuen Koordinatenträger? Die Psychopathen, die Narzissten? Oder eher die Leute, die einen hohen Wahrheitssinn haben, ja, einen hohen Gerechtigkeitssinn, die soziale Eigenschaften haben, die fürsorglich sind, die gemeinschaftseinbindend sind. Das sind die Leute, die es jetzt für die neue Zeit braucht, ja. Und da gehörst du dazu als Empath, weil du einfach das Gespür hast für Menschen, für Situationen und dieses Leid und den Schmerz und die Qualen der Wesen auf dieser Erde einfach nicht erträgst, ja? Also das heißt, wir bringen ein neues System mit in die Zeit und das Problem ist immer, ja, der Fehler des Ganzen ist, dass wir ständig immer nur grübeln, ihr wisst, HSPler sind all die Grübeltierchen, ja, da wird da reflektiert und was muss ich da tun und was muss ich da anbauen und habe ich da vielleicht einen Schatten oder ein Defizit und das muss noch besser werden, damit ich überhaupt an die Front treten darf. Nee, du musst überhaupt nichts jetzt gerade ausbauen. Es ist so, wie es ist. Lass es reifen, dein ganzer Lebensweg war ein Reifeprozess, ja, und hat systematisch darauf hingearbeitet, dass du in dieser Jetztzeit auch aufstehst und nicht den Fehler machst, wie ein Aschenputtel zusammengerollt irgendwo am Ofen sitzen und Linsen aussortierst, ja. Also dir muss das klar sein, dass es jetzt die Zeit ist, dass du eine bestimmte Rolle, eine bestimmte Funktion antreten darfst. Also merk dir, nicht kleindenken, sondern ab jetzt großdenken. Du bist der, der genau richtig ist für diese Zeit. Und daraus resultierend will ich dir jetzt auch noch drei Fragen stellen, weil du weißt ja, ich bin eher der Praktiker. Man kann nicht nur theoretisieren, ich muss auch üben. Also A, du hast ja vorhin gehört, üben mit deinen Entscheidungen, was ist für dich toxisch, was nicht, wo baust du deinen Gartenzaun jetzt ein bisschen regelmäßig auf, ja, und dass du dir jetzt bitte mal die drei Fragen auch anhörst, weil die drauf rausgehen, dass du dich vorbereitest für die kommende Zeit, ja. Die erste Frage, die du dir stellen kannst, ja, gehen wir mal ganz neutral erst einmal daran. An was glaubst du, mangelt es gerade in dieser Zeit? Warum glaubst du, ist vieles so im Schiefstand? Warum laufen hier diese Grausamkeiten ab? An was mangelt es? Das kannst du ja nachher mal in stillen 5 Minuten mal überlegen. Ja, da können dann rauskommen, es mangelt an Wahrheit, an Loyalität, an Solidarität unter den Menschen, an Liebe, an Gemeinschaftssinn, ja? Es mangelt an Spiritualität. Überleg mal, an was mangelt es? Woran glaubst du, woran krankt diese Zeit und das, was als Malheur hier auf der Erde passiert? So, was ist die zweite Frage? Du darfst dir jetzt die Frage stellen, was bringe ich persönlich, also es bezieht sich jetzt auf dich und deine Person, was bringst du an Werten, an Wahrheiten, an Regeln, an neuen Koordinaten oder auch an Erfahrungen aus deinem Leben mit in die Zeit? Merkst, es ist in Verbindung zur ersten Frage. Wenn du sagst, ich bin wahrheitsliebend, ja? Ich bin ein liebender Mensch, ich liebe die Menschen, die Tiere, die Erde, ja? Wenn du sagst, ich bin jemand, der für die Gerechtigkeit aufsteht, ich bin jemand, der loyal Menschen gegenüber ist, dann kannst du jetzt nämlich abgleichen, was bringst du mit, was für die Heilung der Erde zuträglich ist. Also du kannst jetzt schon mal die Verbindung aufnehmen, ja, von dem, was ist
Was ist die Lücke? Was ist das Defizit momentan in der Zeit? Und was bist du bereit oder wozu bist du fähig, das mit in die neue Zeit mit reinzugeben? Also diese neuen Koordinaten mit aufzubauen. Und die dritte Frage, die ich dir stelle, ist, welche Konflikte oder welche Kämpfe hast du ausgetragen in deinem Leben, wo du glaubst, dass die dir jetzt in dieser Zeit helfen? Also, dass du sagst, das habe ich ja bereits geschafft, es ist für mich nichts Neues, das jetzt in der großen, wichtigen Zeit auch zu tun. Also ich gebe dir mal Beispiele. Wenn du Trennungssituationen hinter dir hattest, dann wirst du dir leichter tun, jetzt vielleicht Leute loszulassen. Ja? Wenn du dich durchsetzen musstest in einem Mobbingprozess gegen eine Masse von Menschen und du warst allein hier drüben, ja, wirst du momentan mit Isolationsprozessen besser durchkommen. Ja? Also überleg, was gibt es in deiner Zeit, was du bewältigt hast und wo du sagst, genau das habe ich in meinem Leben trainiert und kann das jetzt mit reingeben in die neuen Prozesse. Gut, soweit, ihr Lieben. Ihr wisst, ich habe jetzt hier noch mein kleines Gedicht. Ich möchte euch wieder ein bisschen inspirieren. Bilder sind immer wichtig, dass man die verbindet mit der Theorie. Ihr wisst, HSPler lernen vor allen Dingen durch Metaphern, Bilder, dann können wir es besser begreifen. Wer mich braucht, ihr wisst, mittags bitte anrufen. Ich habe wieder sehr viele, viele Briefe gekriegt. Ich kann die nicht, also ich kann diese Riesentexte nicht lesen und auch nicht beantworten. Also seid so gut, wenn ihr mit mir psychologische Sitzung bestreiten wollt, kurz und bündig entweder auf dem Band das Anliegen sprechen oder mir kurz umreißen und dann kann ich beurteilen, ob ich euch in wenigen Stunden auch wirklich helfen kann. Ja, bitte wieder dolmeln, Videos verschicken, dass wir ein bisschen unter die Leute kommen oder die eben momentan gerade ein bisschen straucheln, dass die vielleicht die Infos nützen können. So, ihr Lieben, das Gedicht heißt Abschied. Wie siehst du sie von dannen treiben? Du liebst die vielen, die nicht bleiben. Mit manchem gingst du Hand in Hand, Lebenszeit dich lang verbannt. Schmerzvoll wie vom Baum das Blatt fällt deren Hand von deiner ab. Manchen wirst du nicht mehr sehen, weil Wege auseinandergehen. Alle Kräfte wie ins Grab zieht Seelenbaum dir jetzt hinab und fühlt sich's an wie leises Sterben, so ist es dir doch kein Verderben. Tief im dunklen Schoß der Erde, dort wo Leben wieder werde, hütet Gaia deine Seele, damit es Winters Frost nicht quäle. Sei wie die Eichel, Nüsse, Laub, sie stellen sich des Winters taub. Sie fühlen nicht das Eis, die Winde, auf das der Frühling sie einst finde. Lass Herz und Körper nun gesunden. Schließe Sturmes tiefe Wunden. Winterstube wird dich hüten, bis neuer Frühling treibt die Blüten. In dem Sinne, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag, bis nächste Woche Sonntag und ich freue mich wieder mit euch auf ein neues Thema. Alles Liebe, eure Susanne Lorei.